Jo Freunde, guten Morgen. Einige sind schon da. Herzlich willkommen. Und heute sprechen wir natürlich über Einkaufen und besonders Einkaufen im Einkaufszentrum. Das Leben hat natürlich total geändert in den letzten Jahren und Einkaufen hat sich auch völlig verändert. Und irgendwann war die Zeit, dass wir wollten gern einkaufen gehen und sogar jeden Tag. Nach dem Studium oder nach dem Lernen oder so. Und mit Freunden haben wir diese alle Verhandlungen und hin und her. Irgendwann auch mein Freund Schuhe kaufen wollte, dann haben wir drei Freunde gegangen eigentlich. Nur ein Freund wollte Schuhe kaufen, aber trotzdem. Damals, wir hatten nicht so viel Geld, aber Zeit hatten wir genug. Aber im Laufe der Zeit, jetzt gilt es vielleicht für meisten kein Problem und Zeit aber schon. Viele von uns sind jetzt in großen Städten. Sogar Jaipur ist auch ein Großstadt, 4 Millionen, schon ein Großstadt. Und wir haben dann diese große Einkaufszentrum. Hier ist ein bisschen anders. Also es könnte sein, einige sind immer noch im Dorf und da haben sie gar kein Einkaufszentrum. Aber was denken Sie, wo kann man besser, einfach und bequemer einkaufen? Wo ist es billiger? Oder welche Vorteile, Nachteile, Ihre Erfahrungen? Darüber können wir vielleicht alles sagen. Ihre Erfahrungen sind natürlich sehr wichtig. Also bitte sagen Sie alle. Und könnte ich heute, Pooja, dich fragen, würdest du bitte anfangen? Ja. Oh, toll. Ja, hallo zusammen. Einkaufszentrum ist ein Ort für jeden Bedarf. Ein Ort, wo man alle Dinge finden kann. Meistens liegt es in die Stadtmitte, sodass die Menschen einfach dort erreichen. Hier kann man wie die Lebensmittel, Schuhe, Hören, Kleidung, Fastfood, den Schmuck und Bücher einkaufen. Jetzt müsste ich meine persönliche Erfahrung erzählen. Ich gehe nicht nur zu kaufen, sondern auch kaufe ich gern. Wann immer es möglich ist, plane ich oft zum Markt. Regelmäßig achte ich auf das Anbieten, um billiger zu kaufen. Meine Freundin und ich diskutiere immer über modische Kleidung und neue Mode. In meiner Heimatland die Situation ist sehr interessant. In jeder 15 Kilometer gibt es anderen Einkaufszentrum. Ich komme aus Rajasthan und wohne in Jaipur. Leute führen froh und glücklich auf unsere Farbenkultur. Wir feiern uns viele Festivals, um zusammen zu machen. Deshalb kaufen wir alle Dinge und Sachen zu Folgefest. In meiner Stadt, Gaurav Tower, ist sehr wirklich ein bekanntes Einkaufszentrum. Gibt es circa 500 Geschäfte hier. Nach meiner Meinung, Einkaufszentrum ist ein besonderer Ort, wo man alle Dinge für die Vergnügen findet. Ich hätte für das positive Konzept einen Markt, wo alle verschiedenen Geschäfte stehen. Das Thema hat Vorteile und Nachteile. Punkt. Vorteile 1. Man gebe sparsam hier aus. 2. Es ist notisch und praktisch. 3. Das ist sehr interessant Konzept. Alle Dinge zu einem bestimmten Punkt. Nachteile. Einkaufszentrum schwindet Lokalmarkt. Während gehen zum Zentrum, Leute unnötig Dinge auch zu kaufen. 3. Manchmal macht es oder gibt es teuer als wie Lokalmarkt. Das ist alles von meiner Seite. Danke. Sehr schön. Sehr gut, Pooja. Ja, heute hast du vielleicht zum ersten Mal hier gesprochen, aber dann toll. Sehr gut. Weiter so. Und heute haben wir auch noch einen Freund, also Vivek Mandel. Ja, hallo Vivek, herzlich willkommen. Wo sind Sie denn? Würden Sie sich vorstellen?
Wir sprechen ja heute über Einkaufen. Einkaufen im Einkaufszentrum. Okay, vielleicht später. Kein Problem. Ja, Freunde, wenn wir uns mit etwas regelmäßig beschäftigen, dann werden wir als Meister angesehen und wir werden für andere Personen auch interessanter. Und sie werden sogar Rat holen. Sie fragen uns. Zum Beispiel, wenn ein Freund von uns lieber, also sehr gerne einkaufen geht, dann, wenn wir irgendwann einkaufen wollen, dann fragen wir ihn. Ja, könntest du bitte mitkommen oder kannst du bitte mir sagen, wo man besser einkauft oder wie kann man billiger einkaufen, wie verhandeln wir? Das alles wollen wir wissen, damit wir nicht enttäuscht werden. Genau. Und egal dann, das wäre Einkaufen, Verkaufen, Sport oder Sprechen oder Stammtisch, das kann alles sein. Wenn wir immer wieder tätig sind, dann sind wir auch interessanter für andere. Ja, Abhijit, würden Sie was sagen? Ich sehe, ja, Sie jetzt aktiv? Okay, kein Problem. Noch jemand? Also, wo würden Sie gerne einkaufen? Ja, kaufen Sie gerne oder oft ein? Oder nur einmal? In der Woche, nur am Wochenende. Viele, die in Großstädten wohnen, sie haben unter der Woche nicht so viel Zeit. Sie sind sehr beschäftigt und dann alles wollen sie am Wochenende einkaufen und einfach und einmal, alles auf einmal, damit sie also unter der Woche nicht wieder einkaufen gehen müssen. Ja, Freunde, was sind Ihre Erfahrungen? Bevorzugen Sie einen Flohmarkt? Kaufen Sie auf dem Markt oder im Supermarkt oder ja, Einkaufszentrum? Es gibt so viele Möglichkeiten. Viele kaufen auch online, aber heute sprechen wir nicht bitte über online, okay? Ansonsten wird das Thema geändert. Wir sprechen über Einkaufen und sogar im Einkaufszentrum. Haben Sie welche Erfahrungen? Vidhi, bitte, würden Sie Ihre Erfahrung? Ja, ich gehe oft im Einkaufszentrum einzukaufen und das finde ich sehr, sehr einfach und gemütlich, weil ich mein Motorrad oder Wagen oder Auto irgendwo parken kann und dann alle Dinge unter einem Hut kann ich finden. Und auch die Geschäfte im Einkaufszentrum, sie haben meistens Sonderangebote und das finde ich sehr interessant und auch profitabel. Also ich gehe meistens im Einkaufszentrum zu kaufen und ich finde auf dem Markt auch ich mag das auch, auf dem Markt zu kaufen, aber wegen des Klima kann ich nicht mehr oft auf den Markt gehen, weil manchmal es regnet stark hier in Pune oder manchmal ist es zu heiß und ich kann das nicht schaffen. Und also das finde ich sehr gemütlich, in einem Einkaufszentrum zu kaufen. Das ist eine Möglichkeit, dass man kauft Dinge ohne Bedarf da, weil die Atmosphäre im Einkaufszentrum ist so, dass man angezogen wird und Dinge, wie wir nicht brauchen, zum Beispiel ein anderes Tube von Kaffee oder vielleicht eine neue Mode von Schuhe oder irgendetwas. Ich habe das auch gemacht, aber das mag ich. Ich gehe nur so oft im Einkaufszentrum. Es ist teuer als die lokalen Marktmärkte, aber ich finde das refreshing, das frischt mir ein, das ist meine Erfahrung. Ja. Je schon, also dann sagen Sie, dass es gibt so viele Tricks, die Einkaufhäuser, sie laden uns einfach also ein,
bunte Atmosphäre, gut gemalt oder Parfüm oder Musik oder so viele Tricks gibt es da. Und wir kaufen manchmal auch, was wir nicht brauchen. Sehr schön. Und dazu gibt es vielleicht auch viele Attraktionen. Man bekommt alles unter einem Dach, wie Sie gesagt haben. Also Kleidungen, Hausrat, Elektro oder Lebensmittel oder Schuhe, Schreibwaren, alles. Das ist einfacher. Sehr gut. Ja, noch jemand dazu? Subham oder Gorau? Würden Sie bitte auch Ihre Erfahrung hier mitteilen? Ja, ich kann das teilen, aber ich würde es gern. Es wird gern sein, wenn ich die anderen Türen kenne. Okay. Und ich bin nicht ein. Ich kaufe nicht gern ein. Aha. Dadurch wollte ich die anderen Türen. Okay, vielleicht später. Okay, kein Problem. Ja, das ist ja auch nicht einfach. Goro, ich kann verstehen, eigentlich, ehrlich gesagt, ich kaufe auch nicht gern ein. Und normalerweise, meine Frau überrascht, oh mein Gott, wie ist das möglich? Einkaufen macht Spaß, das macht Freude. Und für mich ist das anstrengend und stressig. Sie verstehen das nicht. Wie kann das stressig sein? Man hat Zeit, man kann Zeit mit Freunden so verbringen. Oder man sieht vieles. Sie sagen so einfach. Es ist stressig für meistens Männer. Ja, wirklich? Für die meisten Männer, ja. Okay. Ja, ich denke, das sollte nicht stressig sein, aber trotzdem, ich weiß nicht, warum. Ich dachte, dass mir ist das nur so. Aber wenn andere Männer auch so denken, dann ist das ja alles in Ordnung. Dann ist ja nicht etwas los. Problematisch. Mein Mann denkt so, er stimmt dazu. Aha, klar, sehr gut. Dann deswegen gehen wir zusammen nie. Zum Einzukaufen und ich gehe einfach mit meinen, entweder mit meinen Kindern oder alleine oder mit Freunden vielleicht, aber nie mit meinem Mann. Ah, ihm gefällt es vielleicht nicht und auch wenn er geht, dann sagt er, eile bitte, er beeilt sich vielleicht, er will alles schnell erledigen und ja, Sie genießen das nicht. Ja, sicher. Ich kann das ja selbst, ja, auch. Okay, lassen Sie das. Ja, genau, aber Sie haben recht. Solche Gefühle, also das wird bei Männern, bei vielen Männern, ja, nicht alle, also ich repräsentiere nicht alle, aber dann viele denken vielleicht so. Sie denken, das ist ja Zeitvergeudung und warum das ist kalt ist, so viele Probleme und wenn es ein Einkaufszentrum ist da, dann also Parkplatz könnte problematisch sein, aber ich denke, dass bei großen also Einkaufszentren ist das nicht ein Problem. Sie haben schon große Parkplätze. Ja, aber trotzdem also draußen gehen, einkaufen gehen kann ja auch sehr interessant sein, das kann auch Spaß machen oder anstrengend sein. Das hängt von der Person ab. Ja. Okay, Samir ist auch da. Dhruv, Samir, würden Sie dazu was sagen, bitte? Haben Sie solche Erfahrung oder Sie wissen gar nicht, was ist Einkaufen? Ja, ich würde etwas dazu sagen. Bitte. Ja, heute spreche ich über das Thema, das Einkaufen im Einkaufszentrum. Also das finde ich wirklich interessant und besonderes Thema zu sprechen, weil alle Leute von der Welt mag einkaufen. Die Situation in meinem Heimatland ist viel besser. Es gibt eigentlich viele Möglichkeiten einzukaufen, zum Beispiel Einkaufszentrum, Supermarkt und eigene Geschäfte. Von einige Sachen. Und Einkommenszentrum finde ich wirklich interessant, weil in diesem Geschäft finden wir eigentlich alle Sachen zusammen. So, das ist nicht eigentlich Zeit verbeuren, das ist eigentlich Zeit sparen. Und wir müssen nicht irgendeine Auto gehen, um andere Dinge zu kaufen. Und meine Erfahrungen ist wirklich sehr schlecht. Ich bin
ich fühle immer faul, wenn ich einkaufen wollen. Und ich gehe eigentlich eigene Geschäfte und bestimmte Geschäfte, wenn ich einkaufen wollen. Und kaufe ich das, die Sache. Und es gibt auch eigentlich Nachteile und Vorteile von Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum sinken die Qualität. Nein, das ist nicht besser. Einkaufszentrum zerstört die kleinen Geschäfte, die im Dorf liegt, weil die Dorfgeschäfte kauft Dinge von diesem Einkaufszentrum an, so die Leute nie vertrauen an Dorfgeschäfte. So, das finde ich wirklich schlecht. Wir müssen auch Dorfgeschäfte einkaufen. Und Einkaufszentrum, es gibt auch eigentlich Vorteile auch. Das Einkaufszentrum gibt es uns zu viele Einrichtungen. Zum Beispiel, wir können einfach da einparken und kaufen. Ja, und andere Geschäfte müssen wir unsere Auto aufpassen und andere Dinge, was wir mit zusammennehmen, aufpassen. So, das finde ich wirklich sehr toll in Einkaufszentrum. Und nach meiner Meinung, Einkaufszentrum, Supermarkt und andere Geschäfte ist alle besser für Einkaufen. Aber wenn wir diese Heimindustrie oder Heimgeschäfte erweitern, dann können wir unsere Wirtschaft auch verbessern. Einkaufszentrum kann einfach ihre Sachen am Internet oder an anderen Places verkaufen. So, wir müssen eigentlich zuerst unsere Heimgeschäfte erhöhen. Ja, danke schön, dass du das so eine Seite. Sehr gut, sehr schön, Drew. Also das ist wirklich ein Muss. Heutzutage, keiner kann auf Einkaufen verzichten. Ja, ohne Einkaufen geht es nicht. Man muss existieren und dann einkaufen muss man ja auch. Das kann sein, Sie können gut einkaufen, Sie können schlecht einkaufen, manche können sehr gut behandeln, andere können gar nicht. Also wir besuchen auch solche Geschäfte, da nicht verhandelt wird, einfach Fixpreis. Und manche sagen, nein, das geht nicht, das ist gar nicht möglich. Und Sie wollen dann gerne viele Geschäfte besuchen und dann können Sie vielleicht auch Variationen finden und dann billiger und etwas Praktisches kaufen. Was ist Ihre Erfahrung? Suchen Sie auch immer Verhandlungen nach oder einfach an einem Ort kaufen Sie? Wenn Sie an einem Ort gerne kaufen, dann ist vielleicht Einkaufszentrum ein guter Ort für Sie. Oder es gibt auch viele Geschäfte. In Einkaufszentrum können Sie auch dann mehrere Geschäfte besuchen. Ja, Dhru? Ja, Sie haben gelesen, dass in Einkaufszentrum es gibt viele Geschäfte. Aber sobald wie möglich, ich probiere diese Sachen meine Heimgeschäfte einzukaufen, weil das macht die Leute freuen und Genau, also Einzelhandel findest du besser als ein kleines Geschäft vielleicht, Okay. Ja. Heutzutage diese kleinen Geschäfte werden immer weniger. Das Geschäft von Amma oder Tante gibt es nicht, oder weniger. Mindestens in Großstädten, da finden sie nicht einfach. Dann sie denken, oh mein Gott, wo kauft man Nadel, weiß ich nicht. Und dann es wäre besser. Also direkt, man sucht ein Ort. Ja, bitte, wer ist dran? Shubham, bitte. Ja. Hallo, guten Morgen, Annelle. Und heutiges Thema ist Einkaufszentrum oder Einkaufen. Einkaufen ist was, wenn wir irgendein Ding brauchen wollen, dann das ist ein Einkauf vielleicht. Und Einkaufszentrum ist was, das wo wir alles finden können. Es bedeutet ein Ort, können wir alles einfach finden oder bekommen. Und
heutiges Thema ist Einkaufszentrum, das wir wissen schon, dass die Lebenserwartungen von uns sind sehr hoch gestiegen und die Lebensqualität ist auch sehr hoch geworden. Deshalb ist Nachfrage nach dem Aufkaufen mehr geworden. Und deshalb werden viele Einkaufszentren gebaut und dann es bringt viele große Vorteile zu den Menschen, dass an einem Ort bekommen einfach alles. Und in Pune gibt es so viele Einkaufszentren sehr nahe von mir, meinem Ort, oder wie zum Beispiel AGS Mall und Pacific Mall, sehr bekannte Mall in Pune. Aber gehe ich nicht dort so immer oder oft. Nicht. Nach dem Online oder Online Digitalisierung, alles kaufe ich auf Online. Aber Einkaufszentrum ist das, wo alles wir Einkauf bekommen. Und die Vorteile kann ich sagen, dass die, was man braucht, und geht zum Einkaufszentrum und dort bekommt er die gute Qualität, Produkte, besondere Angebote, spezielle in der Festive Zeit. Und dort gibt es neue, moderne Produkte, damit man sich aussuchen kann und Einkommen. Dort man geht nicht zum Einzukaufen, sondern auch zum Essen, um zu spielen, um zu alles. Und besonders gut kann man sich ohne bezahlen dort mit Freunden treffen oder Window Shopping machen. Das ist sehr wichtiger Punkt von Einkauf. Und Nachteile sind, wie manchmal die Preise dort sehr teuer sind. Und dort muss man dort viel Geld ausgeben. Und Einkaufszentrum verursacht nicht nur die Umweltverschmutzung, sondern auch die Abfallverschmutzung oder die Verkehrsprobleme gibt es sehr hoch in Pune. Verkehrsprobleme. Und die Verkehrsprobleme oder manchmal die laute Musik ist das auch sehr Problem. Kann sein, aber nach meiner Meinung, dass die Einkaufszentrum ist der Zukunft, der notwendig wird, und wir sollten ins Einkaufszentrum gehen und einkaufen, weil dort alles zu wohl gute Dienst gibt. Ja, schon, ja, genau. Sie haben gesagt, dass wir haben nicht viel Zeit, und dann sehen wir Einkaufszentrum als eine Lösung. Aber dann haben Sie gesagt, dass es gibt ja auch teuer. Ich denke, wir gehen zum Einkaufszentrum, weil wir also in der Stadt vielleicht neu sind oder wir sind nicht gut informiert. Meine Freunde, die hier in Jaipur wohnen, sie wohnen seit ewig hier, und dann würden sie nie Einkaufszentrum besuchen. Sie haben mir gesagt, dass wo bekommt man was billig und gut. Sie kennen alle diese Märkte, also diese traditionelle oder klassische Märkte, kennen sie schon gut. Und dann haben wir auch ein paar Male zusammen sie besucht, und ich fand auch sehr gut. Sie sagen, das Einkaufszentrum ist ja teuer. Und das könnte auch Zeit vergeuden, wenn Sie nicht immer ein Einkaufszentrum besuchen. Und jedes Mal, wir können auch nicht, ja, neue Einkaufszentrum. Das vergeudet vielleicht Zeit auch. Oder? Gorau, bitte. Ja, vielleicht, aber zuerst will ich es wissen.
Da sollen wir nur uns mit dem Thema begrenzen oder sollen wir auch einige Aspekte von Einkaufszentrum diskutieren, zum Beispiel ihre Effekte an die andere, an dem anderen Dingen, zum Beispiel Umwelt und so weiter. Ja, ja, bitte. Sie können natürlich darüber sprechen. Also wir verzichten nur auf Online-Kaufen. Wir wollen darüber nicht sprechen. Online-Kaufen sollte da nicht sein. Ansonsten ist alles okay. Bitte. Okay. Dann, ich kann mich nicht mit dem Thema verbinden, weil ich kaufe nicht gerne. Und maximal habe ich nicht mehr als eine halbe Stunde gegeben, einzukaufen. Und ich treffe immer eine Entscheidung, was ich kaufen muss. Und dann gehe ich gerade zu der Lade und da bestelle ich, was ich brauche. Ich probiere es einmal und dann ist das Schluss. Und, aber mit Einladung, mit Einkaufszentrum kann ich zwei Meinungen gleichzeitig sehen, zum Beispiel. Wenn viele Personen gleichzeitig in einer Stelle ihre Laden ausbauen können und damit können sie die Stelle sperren, ist das okay. Aber derzeit nutzen diese Leute diese gleiche Stelle mehr dafür, zum Beispiel eine Lade auf dem Markt kostet weniger, 40% weniger als eine Lade in dem Einkaufszentrum. Und dadurch müssen wir dafür bezahlen, zum Beispiel etwas von Einkaufszentrum zu kaufen, müssen wir mehr bezahlen. Und es gibt weniger Rebate dafür. Und auch mit Einkaufszentrum ist das möglich, ist die Möglichkeit, dass Leute oder Schüler oder Studenten ihre Zeit verwalten. Und ich hatte einen Freund, und ich habe ihn gefragt, dass, warum bist du nicht zu Hause? Und er hat mich in Antwort begeistert. Er hat gesagt, heute das Wetter nicht gut. Zum Beispiel, es ist heiß. Und in Einkaufszentrum kann ich Klimaanlage finden. Und deswegen, ich vergeude meine Zeit dahin. Das hat mich ganz überrascht, aber es ist nicht nur die Meinung einer Person. Das ist Meinung von vielen. Die gehen zum Einkaufszentrum, nur ihre Zeit zu vergeuden und dadurch verschwinden wir Strom und andere Quellen. Zum Beispiel im Einkaufszentrum ist das ganz einfach, Leute zu sehen, die dahin shoppen, Bimmeln machen. Aber und sie haben keine Interesse, etwas einzukaufen. Und da macht auch diese Kosten mehr. Ja, Gorow, Sie haben gesagt, dass Sie gehen dahin Zeit zu vergeuden. Vielleicht Sie wollen sagen, Zeit zu verbringen. Was für Sie Zeit vergeuden wäre für die Freunde vielleicht interessant? Nein, ich meine, Sie wissen, dass Sie wollen nicht kaufen. Und das Temperatur zu Hause ist zu heiß. Zum Beispiel, Sie haben keine Klimaanlage zu Hause. Aha. Und Sie gehen nur Zeit zu vergeuden. Also genießen vielleicht. Zeit zu verbringen.
Sie wollen mit Freunden da treffen vielleicht? Okay. Aha. 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 Weil ihre Logik ist, dass zu Hause kann ich nicht eine Klimaanlage aufordern. Aber hier ist das gratis. Das ist ein Problem nicht nur in Indien, sondern auch in, den ganzen, in der ganzen Welt. Ja. Aber es, ja, wie gesagt, hat, jede Münze hat zwei Seiten. Und mit einem, einigen Vorteilen kommt auch einige Nachteile. Und wenn wir für ein Einkaufszentrum denken, an Einkaufszentrum denken müssen, dann vielleicht müssen wir auch den Nachteil akzeptieren. Ja, natürlich. Das war alles von meiner Seite. Danke für Ihre geduldige Zuhören. Bitte schön. Sehr gut. Ja, ich habe eigentlich auch von einigen Freunden gehört. Sie gehen, sie besuchen einfach Einkaufszentrum, weil sie denken, da man besser oder einfach Zeit genießen könnte. Man könnte da sogar essen, einen Film sehen, Kaffee trinken und dann sie laden die Freunde nicht nach Hause. Sie sagen, wir treffen uns direkt da im Einkaufszentrum XYZ. Ja, also das ist ja auch interessant, ein Treffpunkt. Diese Einkaufszentrum sind auch dann sehr gut für Kommunikation und Treffen. Sehr schön, das ist ja wirklich ein sehr guter Punkt. Wieder. Okay, noch jemand würde bitte was sagen? Heute Rohit ist auch neu hier. Wir freuen uns sehr. Rohit, herzlich willkommen. Wenn Sie sich vorstellen würden, das freut uns auch sehr. Oder noch jemand? Würde damit weitermachen? Freunde, das ist eine informelle Gruppe. Also keine Angst, keine Panik. Wir sind alle Freunde und wir wollen nur Deutsch verbessern. Deshalb sind wir hier. Also auch wenn Sie keine klare Ideen haben, könnten Sie ja probieren, einfach versuchen. Das macht ja uns Freude. Noch jemand? Pramod? Manish, Aryan, also haben Sie Erfahrung? Ja, Shamir, bitte schon. Ja, guten Morgen. Bitte schon. Diskutieren wir ein wichtiges Thema, das Einkaufen im Einkaufszentrum. Ich möchte hier auf ein bisschen Punkte hinzufügen. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile, wenn wir immer aus Einkaufszentrum einkaufen. Diese Gedanken sind nur meine Beobachtung. Vielleicht diese Behauptung wird überhaupt nicht unterschiedlich mit anderen Freunden. Aber das ist meine Meinung, wenn wir mit die Wahrheit vergleichen. Diese Gedanke und Behauptung in meiner Meinung nur. Und ich habe ein bisschen Punkte hinzufügen, dass wenn wir immer Einkaufszentrum besuchen, dann wir werden einkaufssüchtig. Das bedeutet, wissen Sie, dass ohne brauchen wir kaufen. Alle Sachen oder Dinge. Ohne Bedarf oder ohne Bedürfnis die Leute kaufen viele Sachen. Das ist ein großes Problem in meiner Meinung. Und das zweite Problem ist, ich bin aus Dorf. Verstehst du das? Ich war da am Stadtleben, aber jetzt wohne ich in einem Dorf, einem kleinen Dorf. Es gibt viele kleine Länder. In Dorf wir haben keine kleinen Länder oder zum Beispiel Kiosk. Ja. Okay. Aber tatsächlich, wir
your new ticket. Die kleine Geschäfte oder Lande oder Kiosk. Vielleicht diese Länder oder Kiosk oder Geschäfte nicht wunderschön oder hübsch, aber das ist einzigartig. Wir müssen diese kleinen Länder und Kiosk schützen beim Kaufen diese kleinen Sachen oder Dinge. Alle Leute heutzutage abhängig von große diese Einkaufszentrum für eine kleine Sache oder Dinge. Das ist nicht gut. Wir nach dem 10 Jahre, nach dem 20 Jahre werden unsere Land eine Monopoly. Welche Wort benutzen für Monopoly? Ich weiß nicht, aber die Monopoly für die große reiche Leute. Das ist meine Meinung. Dankeschön. Ja, genau. Also Sie wollen, dass wir werden Einkauf Justice. Also wir wollen dann auch kaufen, wenn wir gar nicht brauchen. Ja, Sie motivieren uns, mehr und immer mehr zu kaufen. Und dann fühlen einige auch beleidigend, oh mein Gott, ich habe nicht so viel Geld. Auch wenn etwas man nicht braucht, würde man kaufen. Okay, klar. Ja, was sagen die anderen Freunde? Hallo. Ja, Jitin. Hallo, guten Tag. Ich heiße Jitender. Ja, Einkaufszentrum ist sehr gut für normale Person. Wenn wir gehen zu Einkaufszentrum, Einkaufszentrum für kaufen und es ist eine Vorteil, wir können viele Dinge kaufen an ein Platz. Aber Einkaufszentrum ist nicht gut für kleine Gesellschaften. Sie haben viele Probleme nach dem Einkaufszentrum. Even sie können nicht gut Geld verdienen. Das ist eine Nachteil für eine kleine Gesellschaft. Aber alte Zeit hatten wir nicht viele Einkaufszentrum in diesem Zeit. Zum Beispiel, ich komme aus Jaipur. In diesem Zeit wir hatten nur GT oder Ganpati Plaza. Aber heutzutage wir haben viel Einkaufszentrum. Aber es ist eine Nachteil für alte Start out in Pink City oder Jaipur. Für kleine Gesellschaft heutzutage sie haben viele Probleme und sie können auch nicht gut Geld verdienen, aber in Covid-Situation die Einkaufszentrum ist nicht funktioniert, aber wir die kleine Gesellschaft helfen uns. Ja, das ist alles. Okay, und jetzt erinnere ich mich, also was eigentlich vielleicht Gaurav Shabu meinte. Er wollte vielleicht sagen, in Einkaufszentrum werden große Marken also verkauft. Dann kommt Klimawandel auch in und es wird dann viel transportiert und die Sachen kommen nicht aus der Region normalerweise. Also internationale, klassische Sachen kommen da und dann ist das gegen Klima. Gaurav, wolltest du das sagen eigentlich? Wenn wir teilweise haben wir das, dass mit Einkaufszentrum können wir Strom verschwenden und auch verschwenden wir viele Geld. Zum Beispiel manchmal kaufen die Leute etwas, die sie gar nicht brauchen ein. Aber weil sie eine Rebate sehen, kaufen sie es ein und dann liegt das zu Hause und liegt das zu Hause und es ist nutzlos, aber das... Und dann bereuen sie das. Ja, und sehen die Leute vielleicht, ich kann diesen Begriff Mode nicht verstehen. Für mich Mode ist etwas nutzlos. Zum Beispiel, wenn ich zufrieden bin,
ich kann das nicht verstehen, ob es in Mode ist oder nicht. Nun wird es schon zufrieden sein. Und denn das ist Mode für mich. Das ist in Mode für mich. Aber vielleicht geht das anders. Ich bin ganz anders und das ist ganz persönlich. Aber ich werde nicht, was die anderen an mich sehen oder an mich glauben. Und was sie glauben, dass bin ich altmodisch oder bin ich in Mode, aber es soll zufrieden sein, ist am wichtigsten für mich. Und alles klar. Und von der Person, die in Marketing Abteilung arbeitet, ist das ganz einfach, Leute zu beeinflussen, dass ja, sie sollen etwas mehr kaufen, weil es jetzt in Mode ist und sie sollen immer wechseln. Aber ich kann das nicht verstehen. Zum Beispiel, eine Person, die viel Geld hat, kann mehrere Hose und mehrere Hemden kaufen. Aber einige Personen sind da, die kein Geld haben, nur ein Hose zu haben. Ja, ich kann das nicht verstehen, weil so viele Leute es brauchen. Dadurch soll diese Hände und Hose zu teuer gekauft werden. Aber wenn es gibt nicht so viel Forderung, dann vielleicht wird diese Hose und Hemden ein bisschen billiger. Genau, sie haben recht, diese Marketing-Leute sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Ich halte sie auch, ja, gefährlich, für gefährlich. Ich gebe ein Beispiel. Ich kaufe Hemden von einigen Marken, zum Beispiel Marken, Sensor und Pepe und so weiter, Hemden und Hose. Aber ich habe einmal gefragt, wie kostet es eine Hose, die ich für 6.000 oder 7.000 gesehen habe, nur 500 Rupien wert. Und das bedeutet, dass alle diese Kosten wird von diesem Marketingprozess genutzt. Zum Beispiel, und danach habe ich auch einfach gefragt, wie viele Gewinn machen Sie als Prozent? Und er hat mich beantwortet, dass ich mache nur 10%. Zum Beispiel, das bedeutet, dass was kostet 7.000, hat diese Besitzer mehr als 6.300 gekostet. Aber die Bauer hat nur 700 oder 800 dafür. Und wo sind die, was Übrige, wer hat es verdient? Ja, genau. Und die Firma sagt, nein, ich habe nicht alles verdient. Ich bin jetzt nur 20%. Genau, sie verdienen viel, sie machen viel Geld davon, na, inzwischen. Das. Ja, diese Person, die wir auf Englisch Kommission Agent nennen, zum Beispiel. Das ist ihr Job. Ja, das ist ihre Strategie und das ist ihr Job. Sie erklären uns, warum wir etwas brauchen, obwohl wir gar nicht davon Ideen hatten. Aber sie sagen ganz locker und kreativ und dann denken wir, ja, das könnte ich vielleicht irgendwann brauchen. Ja, vielleicht nicht heute, aber nach 2 Jahren oder nach 10 Tagen. Ja, und wenn ich das dabei habe, dann wäre es ein bisschen interessanter für anderen. Das erklären Sie ganz richtig und klar und wir werden normalerweise einfache Menschen, wir werden ja überzeugt. Ich muss auch hier hinzufügen, das sage ich nur persönlich. Wenn eine Person beschadet, dann bin ich entschuldigt, dann muss ich mich entschuldigen. Ich meine, dass Mode ist nur von den Leuten gefördert, die nicht selbstbewusst sind. Zum Beispiel, sie sind nicht selbstbewusst, dass ich sehe gut und ich kann mit meiner Fähigkeiten alles erledigen. Und sie denken an das Konzept, dass
Sie müssen eine gute Kleidung haben, fähig zu sein. Aber nein, ich kann das nicht verstehen. Zum Beispiel, wenn eine Frau gut aussieht, ist das mir egal. Aber wenn die Eigenschaften sind gut, dann ist das gut für mich. Aber nein, das ist ganz persönlich. Das ist ganz persönlich und dann... Ja, wir sind ganz unterschiedliche Menschen und dann wir legen also Werte also unterschiedlich an etwas. Ja, klar, das können Sie denken, natürlich, das ist kein Problem. Ja, ja, klar. Aber was Sie gerade gesagt haben, ist ja nicht so einfach. Also gut aussehen ist heutzutage auf der Spitze. Und warum nicht? Ja, Menschen legen viel Wert daran. Und sie freuen sich, sie machen sich glücklich und auch andere. Ja, genau. Okay, noch jemand würde über Einkaufen, Verkaufen, ja? Oder solche Erfahrungen haben Sie? Freunde, wenn Sie etwas sagen wollen, dann sagen Sie gerne, ohne Angst. Das sage ich ja immer wieder. Wir alle sind hier sehr freundlich und wir haben nur ein Ziel. Deutsch lernen, Deutsch verbessern. Das ist alles. Und natürlich, Einkaufen macht Spaß, wenn man Geld hat oder Zeit, ohne Zeit. Und ja, auch Freunde. Manchmal ich denke, dass mit Freunden einkaufen gehen ist besonders, ja, toll. Allein einkaufen macht vielleicht nicht so, ja, ja, positiver Eindruck. Aber mit Freunden ist das wunderbar. Gehen Sie gerne allein einkaufen oder mit Freunden? Ja, oder Sie können auch mehrere Möglichkeiten haben. Vidhi, ist schon da oder nicht? Babita, kaufst du auch gerne ein? Einkaufen ist auch nicht so einfach, oh mein Gott. Viele sind ja ohne Einkaufen. Viele existieren hier. Ich dachte, alle kaufen etwas ein. Ja, Shubham. In Jaipur by Inan on weird behaupted does einer there zum Einkaufen geht. Weird air als Reis gesehen wurde. Oder ist der als Reis Person gesehen wurde? Oder der viel Geld hat? Oder Der einer, der zum Einkaufen geht, ist ein reiches, das ist Symbol. Wie da. Ist das bei Ihnen? Also eigentlich, das ist nicht mit Reichtum zu tun. Das ist ein Muss. Ohne Einkaufen geht es nicht. Es ist unterschiedlich, was Sie kaufen. Zum Beispiel, ich gehe jeden Tag einkaufen und dann Haushaltssachen und dann Schreibwaren und dann werde ich natürlich gar nicht als Reis gesehen. Das ist ein Muss für mich. Ich bin Lehrer, ich brauche ja ab und zu vielleicht Kulis oder Papier oder sowas, andere solche Schreibwaren. Aber das hat nichts mit Reichtum zu tun. Aber vielleicht, wenn jemand also immer wieder Uhren kauft, Schmuck kauft oder dann Autos wechselt oder immer neue Häuser oder sowas, Gold, dann kann man, oder viele teure Kleidungen, dann sehen wir als Reis, oder? Das meinten Sie vielleicht? Im Ankauf. Einkaufswaren sind sehr teuer als Lokalmarkt. Was wir bekommen im lokalen Markt ist sehr günstiger oder billiger. Ich denke nicht so. Ich denke nicht so, weil also zum Beispiel ich habe im Einkaufszentrum gekauft, zum Beispiel Lebensmittel oder andere Produkte und dann persönlich habe ich gefunden, sie kosten fast gleich. Im lokalen Markt ist das auch nicht billig, aber wir können sagen, diese Produkte oder Lebensmittel im lokalen Markt kommt aus der Region und sind ein bisschen frischer. Da bekommt man direkt und dann
bin ich glücklich. Oh, ich bin dann sicher auch, dass sie frisch sind, zum Beispiel. Aber billiger sind sie ja meistens nicht, meiner Erfahrung nach. Okay. Ja, Anil aus Deutschland ist auch hier. Hallo, Anil. Guten Morgen, tut mir leid. Ich verstehe das wegen des Zeitverwenderungen. Es ist eher morgen 6 Uhr. Ah, schade. Ja, in Deutschland hat man ja, ja Zeit jetzt. Ja, ja, gestern Tag dachte ich, ich habe verbunden, aber ich kann nicht sprechen wegen des Zeitverwendungen. Okay. Ja. Ich habe jetzt... Es ist schwierig, ne? Früh morgen aufstehen und direkt mit einem Gespräch verbinden und sprechen. Ja, ja, das kann ich verstehen. Okay, ich muss ja daran nachdenken. Ich denke nach, ob ja, wir das ändern können oder nicht. Das muss ich ja mal checken. Aber das macht uns Freude, dass jemand aus Deutschland auch verbindet. Und ja, Vivek ist auch da. Hallo, Vivek. Würden Sie auch dazu was sagen? Einfach sich vorstellen können Sie auch, wenn Sie wollen, nur. Oder nicht? Ohne das geht auch, kein Problem. Also Freunde, vielen lieben Dank dann. Wir haben schon genug geredet, viel gesprochen. Und dann können wir Einkaufszentrum besser finden oder schlechter, weiß ich nicht. Aber es ist sicher, dass diese Einkaufszentrum, also Zentren, bedrohen kleine Geschäfte heutzutage. Und dann, die kleinen Geschäfte haben Angst und immer werden weniger. Und ja, das ist nachteilhaft. Aber Vorteil gibt es auch viel. Alles unter einem Dach. Viele sagen, das gibt es Angebote. Treffpunkt, Essmöglichkeiten, Filmsehen, Kleidung, Lebensmittel, Schreibwaren, alles da. Also. Ja, darf ich meine Meinung stellen? Gerne bitte. Ja, wir sprechen über das Angebot. Du sprichst über Angebot. Wir haben jede Mal besuchen eine Einkaufszentrum gesehen da. Ein Hemd nehmen, bekommen zwei. Das ist eine Werbungsstrategie. Das ist beeinflusst auf unserem ganzen alltäglichen Leben. Wenn wir eine neue, normale Hemd tragen, was passiert? Manche Leute glauben, dass die Personality ist in seinem Kleidungen machen Leute. Hallo? Ja, man sagt Kleidungen machen Leute. Yes, man macht Kleidungen, das ist richtig. Ich behaupte das. Aber was passiert, wenn wir eine normale 200 Hemde tragen? Was passiert in unserem Leben? Die Personality ist nicht unserem Kleidung. Die Personality ist unserem Behavior. Das ist meine Meinung. Dankeschön. Ja, Sie haben recht. Ich bin auch nicht ganz dafür, dass man im Einkaufszentrum kauft. Aber das ist für einige Menschen praktischer. Sie haben also nicht so viel Zeit und dann denken Sie das als Lösung. Das ist ganz persönliche Entscheidung eigentlich. Wir treffen unsere Entscheidungen nach dem Gebrauch und die Atmosphäre wird aber auch geschafft. Wenn wir einige Freunde nebenan wohnen und dann können wir mal zusammen vielleicht einkaufen gehen. Egal, also zum Einkaufszentrum oder auf den Markt, ja, wo wir gut fühlen und so verbringen wir Zeit. Aber einkaufen kann man, darauf kann man nicht verzichten. Da ist auch richtig. Aber nur die Menschen genießen, die genug Zeit und Geld haben. Ja, das war es von meiner Seite. Anil, würdest du auch, also als letzte Person, was sagen? Ja. Ja, ich habe
Ich habe eine Idee. Das ist das Einkaufen im Zentrum. Das ist eine bequeme Option. Bequeme Option, und das ist eine modern, trendy oder moderne Einkaufen. Um das Leben zu erleichtern, ist das ist eine moderne Weg. Es gibt viele andere Einkaufen. Alternative. Beispiel. Nach dem Filme sehen, okay, man kann essen im Zentrum, man kann. Und es gibt Kinderspielgrund, kleine Kinderspielgrund. Okay. Wir haben viele Bequeme. Okay. Ja. Dann können wir vielleicht so sehen, dass einmal im Monat oder also einmal in zwei Monaten können wir vielleicht ein Kaufzentrum besuchen. Aber jeden Tag, wenn wir nicht viel Zeit haben, dann sollten wir vielleicht nebenan von Geschäft einer Tante was kaufen. Und das ist dann noch praktischer. Nachteil ist, der Preis ist nicht günstig. Preis vergleich mit anderen lokalen Einkaufen. Preis ist nicht, Preis ist teuer manchmal. Ich finde, besonders in Bangalore. Sie verpacken Sachen also so schon, dass wir auch dann extra bezahlen würden. Die Packung sieht so super aus, dass man hat Gefühl, oh, das wurde von einem Einkaufszentrum, das sollte sick sein, das sollte gut sein. So, und dann wir geben viel Geld. Ja, natürlich. Danke, Freunde, vielen lieben Dank. Die Zeit ist jetzt um und wir treffen natürlich morgen wieder. Danke schon. Vielen lieben Dank, dabei zu sein. Ja, wiedersehen. Bis morgen.